Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil Village. Heute geht es weiter hier im Konzertsaal und ich habe literally, weil es ja hier noch rot war, 30 Sekunden gesucht, gefunden, weswegen es rot war, glaube ich zumindest. Und in dem Moment, wo ich gerade drücken auf aufnehmen wollte, war der Postbote da. Ich habe mich richtig erschrocken, weil ich hier schon wieder in der Atmosphäre drin war bei dem Suchen hier und es irgendein komisches Stöhnen gegeben hat, als ich gesucht habe. auf jeden Fall, ich glaube, es ist das hier, das Schießpulver. Ja, ist es. Okay, nice. Das war ein bisschen leicht zu übersehen. Ich habe erst mal hier hinten geguckt und alles. Aber ja, so, wir können jetzt den Weg natürlich wieder hochgehen, aber oben gibt es eigentlich nur das mit dem Dietrich, von daher. Ich hoffe jetzt einfach mal. Alter Schwede, ich hab, hier ist Pause, oder? Alter Schwede, ich habe mich gerade richtig eingeschissen. Wo ist denn der nächste Speicherraum? Ich glaube, jetzt heißt's. Müssen wir sie jetzt einmal verlieren, oder? Shit. Hier ist das Falsche. Okay, run. Run! Sie ist hinter mir! Fuck! Lauf! Hat dein Weg dich endlich zu mir geführt? Irgendwann kommen sie alle. What the fuck? Es bricht nicht. Ich hab Hunger. Fuck! Ja! Gemein! Ja! Ja! Na! Na! Warum tust du das? Da! Satt haben. Alter, erst die Alte und jetzt auf einmal die. Alter, ich halt, kann's echt nicht mehr. Nein, du bleibst offen. Allein wegen der Alten. Come on, bitte lass mich dich aufmachen. Okay, ich kann das nicht mehr aufmachen. Alter Schwede.
Das war jetzt gerade echt heftig. Direkt guter Einstieg in die Folge. Leck mich am Arsch. Ich hoffe hier, Lady Dimitrescu lässt sich jetzt erstmal nicht blicken. Zumindest ein paar Minuten. Das Problem ist, ich sehe hier. Oh. Das war es aber immer noch nicht. So, sorry an der Stelle ganz kurz hier für einen Cut. War was Wichtiges, Real Life. Aha, hier ist... Ja, ah, Pistolenmunition. Ich dachte, das wäre ein geiles Key-Item, oder was? Okay, na gut. Hier geht's weiter. Wie gesagt, ich hoffe, Lady Dimitrescu wird jetzt erstmal, nachdem sie mir gerade so einen Schrecken eingejagt hat, vielleicht 5 Minuten mal nicht mir am Arsch kleben. Vor allen Dingen, das schaut aus wie ein Rätsel. Maske der Freude. Ich habe irgendwie Angst, dass ich das jetzt nehme, deswegen mache ich es erstmal nicht. Okay, das macht mir auch Angst. Und da geht's da weiter, okay. Wir schließen mal nur auf. Okay, wenn sie hier reinkommt, wäre schon ein bisschen hart assi. Weil hier gibt es keinen Ausgang. Also wenn sie jetzt hier, wenn wir drinnen sind und was machen, reinkommt, wäre hart assi. Ich hoffe, das war jetzt kein Problem. Aber ich glaube, wir müssen hier was machen. Lass die 5 Glocken erklingen. Okay, eine haben wir. Okay, das war's auch schon. Gemälde der Lady. Okay, ich sehe noch eine. Da drin wird auch eine sein. Da ist auch eine. Sonst wird es perspektivisch hier mal gewesen sein. Überleg gerade. 5 Glocken. Das Problem ist, hier ist halt auch relativ dunkel wieder. Ich schätze mal, die werden alle in diesem Raum sein. Hier am Boden. Oben drauf irgendwie in dem Luster eingearbeitet oder was? Ich glaube, hier ist so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auf die Art. Oder ist es wirklich noch mehr von hier oben? Das mit den 5, also die 3 waren jetzt relativ easy. Ah.
4. Doch, da ist auch eine, oder? Ja. Okay. Nur gut, dass Lady Dimitrescu offenbar nicht so wirklich... Okay, kommen wir jetzt... Okay, also wir haben vielleicht, dass wir hier runter ins Schlafgemach dadurch kommen. Ich meine, wir haben jetzt hier diese Maske. Oh, übrigens, ich sehe, wir sind ein bisschen im Arsch. Nach dem Kampf vorhin. Und können auch vielleicht nochmal Erste-Hilfe-Arznei herstellen. Dass wir wieder auf 4 haben. So. Bisschen Platz sparen. Wichtiges. Lady D. Genau. Maske der Freude. Wir haben auch schon die Maske der Trauer. Aus dem Keller des Schlosses. Maske der Freude. In der Bibliothek. Das sind die Engelsmasken, nehme ich mal stark an. Die können wir unten, wenn wir in den Raum kommen, hinmachen. Oh, shit. Gefällt mir nicht. Da werden wir aufs Dach kommen. Andererseits, ich meine, ja, wir haben hier noch was mit dem Dimitrescus Schlüssel. Wir haben auch noch hier was mit... Irgendwo noch was mit dem schmiedeeisernen Schlüssel oder war das im Dorf? Ne, wir haben eigentlich dann nur noch hier Halle der Verzückung. Wir müssen auch nochmal hier in Lady Dimitrescus Gemächer... über den Innenhof nochmal geschwind. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt schon mal hier sind... Es gefällt mir nicht, dass die Leiter so lang ist. Ich habe Angst. Ja, Dachboden. Ah! Ihr habt mir gesagt, ich muss die zerstören. Ich bin da nur dann nicht... Ich war dann schon nicht mehr im Dorf. Das war der erste Part, wo wir im Schloss begonnen haben. Wo ich den Kommentar bekommen habe. Von daher... Hm. Oh. Okay, man kann die nicht zerstören. War klar. Jedes Mal, wenn die dann verschwinden, denke ich mir, da kommt noch was. Oh. Wo ist da die Ziege? Das ist doch keine Ziege, oder? Nee. Wo ist da die Ziege? Oder da? Ja, ich habe die Schatzkarte gesehen, aber... Es gefällt mir alles nicht. Ist die hier hinter wichtig? Nee. Wo sind die dann?
Ah, doch, ist sie. Teil einer vergilbten Schatzkarte. Dungeon. Kitchen. Das muss... das muss der Raum... Doch, mit hier... Das muss der Raum sein, der immer noch rot ist, dieses Hurenkind. Das muss da sein. Okay. Okay, da ist Treasure. Aber wir kommen da nicht... Oder kommen wir da inzwischen rein? Moment, was war denn da für ein Schlüssel? Oh, Schmiedeeiserner Schlüssel. Wäre nice. Wäre sehr nice. Oh, Moment. Da unten haben wir noch was übersehen. Moment. Da. Hä? Wie können wir denn hier noch was übersehen haben? Hier war doch nichts. Glaube ich. Komm an. Das ist natürlich... Hä? Hä? Na schön. Finde es übrigens schade, dass in dem Spiel Kraut und... Ich meine, wobei, Moment, ich wollte gerade sagen, dass man nicht Kräuter kombiniert, sondern hier mit Chemikalien macht, aber ich glaube, in Resident Evil 1 war es sogar schon so, dass man hier Chemikalien zu... Also Chemikalien und Kraut war das supergeile Zeug. Könnte sein. Hier ist doch... Hier ist garantiert irgendwo irgendeine Scheiße. Kann ich die runterschießen? Nee. Versuch und zwei Kugeln waren es wert, aber... Tja. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblumen nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Giften aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Er soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Oh, wir haben inzwischen einen neuen Eintrag. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sachen fehlen oder ob die einfach chronologisch reingeschrieben werden. Okay, Shop und Schreibmaschine und bla. Ne, das hier. Wir haben immer noch 9.2. Morgen, Innenhof des Schlosses. Ich kann Rose nirgends finden. Vielleicht war sie niemals hier. Vielleicht wird sie woanders festgehalten. Es gibt jedenfalls keinen Grund, noch länger in diesem beschissenen Schloss zu bleiben. Jetzt muss ich nur noch wieder rauskommen. Nice. Das Ganze hier, oh, das ist schon geil. Das wirkt übrigens so, als wäre das hier ein Bonusroom. Muss ich es echt sagen, es wirkt wie ein Bonusroom. Und hier... Das war nämlich noch nicht alles.
Problem ist, hier ist schon wieder so dunkel. Also es funkelt auch nichts auf der Decke, oder was? Das Krautfeuer war auch richtig geil versteckt. Oder habe ich einfach hier was in... Ja, das muss ich... Also das Kraut, da nehme ich keine Schuld auf mich. Das war arschversteckt. Aber das war Dummheit von mir. Ich bin am Überlegen, weil diese Mine werden wir wahrscheinlich... Also ich habe die Mine... Wie lange haben wir die jetzt schon? Wann habe ich sie verwendet? Noch nie? Wo kann man nochmal... Ah, hier. Ich meine, wir haben 4 Schuss und das sind 4 Viecher, also. Die Frage ist, ist das jetzt ein Bait? Die Frage ist, ist das ein Bait? Oder ficken die mich sonst, wenn ich im Ding bin? Wir haben nicht gelernt, wie man Scharfschützenmunition herstellt. Moment, was? Dietrich, und was ist das? Rohrbombe, okay. Schade, ich wette, es war ein Bait und jetzt hätten wir es eigentlich für irgendwas besser brauchen können. Wo sind wir denn hier? Alter, Schlossdach! Will ich überhaupt hin? Geht's hier hoch oder runter? Ich meine, wir haben noch nicht alle für die Halle der 4. Wir können zwar jetzt hier mit dem Dietrich was machen. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige. Nee, hier unten können wir noch lang. Aber sonst, ich meine, wir haben da unten und die beiden Sachen hier. Einmal mit dem Kugellabyrinth und mit dem Dietrich. Für die Halle der 4 haben wir noch nicht genug Stuff. Okay, wir könnten auch hier das mit dem Dietrich machen. Gibt's genug Dietriche im Spiel? Also kann ich theoretisch alles öffnen? Und hier kommen wir mit dem Schlüssel. Aber das hier, die Waffenkammer und Halle der Verzückung, werde ich... Also ich schätze mal, mit der Halle der 4 hier wird's weitergehen in dem Bereich. Und da wird dann anderer Stuff sein. Hier werden wir noch weitergehen. Das wird hier zurück ins Dorf loopen und bla bla bla. Sache ist... Ich glaube, ich werde auch hier das mit Dimitrescus Schlüssel hier erst kurz vor, bevor wir hier, denke ich mal, verschwinden. Und wir haben da hier auch noch, leck mich. Die Sache ist halt... Oh, nice. Flügel. Die Sache ist halt, hier dürfte theoretisch keine von den Töchtern kommen. Weil hier natürlich... Weil hier natürlich zu viel
Licht ist. Frage, hält das Lady Dimitrescu auf? Ich glaube nicht, weil die ist ja nicht so entstanden wie die anderen. Oh. Oh. Okay. Aber auf jeden Fall machen wir das. Bitte lass die Lady nicht... Wenn die jetzt hier unten steht, dann... Ich habe jetzt halt echt Angst, dass die hier überall kommen könnte. Und wir werden nochmal aufs Schlossdach gehen, aber ich glaube, das ist nichts für jetzt. Ich glaube, geschickter wäre es nochmal Konzertsaal mit dem Dietrich zu gehen, hier über den Innenhof, wo ich hoffe, dass die nicht mehr rumstromert. Dann über den Innenhof in ihre Gemächer. Speichern. Wobei, nee, zuerst speichern. Wir speichern erstmal hier. Doch, hier ist richtig. Cassandra, auf ein Wort. Was hat dieser Mann vor? Du bist meine Tochter. Reiß dich zusammen. Natürlich, Mutter. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Ich höre draußen Schritte. Wirklich. Mit den letzten Speichern neu starten habe ich also theoretisch. Die stromert hier irgendwo rum. Das gefällt mir nicht. Oh ja. Yeah. Okay, erstmal hier die Dinger. Ja, komm. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. Den Flügel. Den Torso, der ist natürlich mehr wert, weil das von der Tochter stammt. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Bauplan für die Scharfschützenmunition ist, glaube ich, jetzt, wo wir es bekommen haben, echt gut. Und wir können es uns leisten. Gerne. Also. Noch etwas? Alter, ein Stück kostet 1000. Willst du mich verarschen? Erweitertes Magazin Lemmy. Spezialzubehör für die Flinte. Erhöht die Feuerrate. Magazinkapazität. Magazinkapazität für das wird... Ja, bitte gleich ausrüsten. Danke. Sonst, die Pistolenmunition ist ja relativ billig. Ach so, das ist ja pro Stück. Ich dachte, das wäre pro Ding. Dammit. Das ist dann alles scheiße. Okay, Werkstatt. Ich würde gern hier nochmal die Nachladegeschwindigkeit verbessern. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Und hier die Magazingröße. Wobei, nee, so oft laden wir die nicht nach. Von daher... Hier Feuerkraft wäre, glaube ich, sogar geschickter. Mit Vergnügen. So. Danke für deine Treue.
Und jetzt werden wir das hier probieren. Oder ist das überhaupt für hier? Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, bla bla. Jedes hat eine einzigartige Metallkugel. Blume und Schwert. Ich hoffe mal, das ist hier korrekt. Okay. Oh, super. Was? Euer am Arsch. Oh, ich kann das dann am Ende so aber drehen. Oh, das war ein bisschen lucky. Jetzt theoretisch nur hier rein. Komm, come on. Ja! Oh, das ist schön. Roter Schädel. Jetzt ist die Frage, kann ich den bei dir einfach... Kann ich den bei dir einfach um richtig hart Geld verhökern? Ja. Schreib mir mal... Gar nicht. Eventuell... Fertig? Hast du auch nichts vergessen? Nee, ich glaube... Ah, sehr wertvoll. Es könnte sein, dass ich die halt für irgendwas noch brauche. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich die verkaufen kann oder ob das irgendwie, wenn ich am Ende irgendwie alle von denen in im letzten Raum vorm Endboss reingebe, kriege ich einen Rocket Launcher oder sowas. Das wäre halt schon nice, aber... Ja... Okay, Maske der Vier, dafür haben wir jetzt hier die beiden Masken. Engel der Trauer. Engel der Verzückung. Ich weiß, wo wir das mit der Verzückung herkriegen. Halle der Verzückung. War das nicht immer so hier? Auch hier so Halle der Trauer? Halle der Freude? Halle der Verzückung? Aber wir haben noch keine... noch eine Halle. Oder? Halle des Krieges, aber da ist nichts mehr. Engel der Freude. Okay, und da ich nicht möchte, dass wir das jedes Mal machen... Alter, was macht ihr denn? Die Musik gefällt mir gerade nicht so gut. Ich bin eher dafür, hier das mit dem Konzert... Oder? Nee, komm, der ist schön in der Nähe. Wir haben eine Möglichkeit zu fliehen eventuell. Und dann können wir nochmal speichern und den Part beenden.
Versuchst du, meinen Appetit anzuregen? Hier ist kein Ding. Schlecht. Das ist halt echt beschissen. Dammit. Endlich treffen wir uns. Nein! Nein! Die ist sicher gleich wieder hinter mir. Von daher, wir gehen jetzt in deinen eigenen Gemächer. Damit rechnet die nämlich nicht, hoffe ich. Jo! Alright. Hier ist was. Ich sehe nicht was. Wir kommen hier nicht mehr gut raus. Wir kommen über draußen in den Speicherraum. Ach, shit, doch nicht. Das ist jetzt eher unvorteilhaft. Das einzig Gute ist, die ist so groß, die kann man schlecht übersehen. Lauf! Laufen! Wir Sie müssen zurück! Da bist du! Ja! Ich hab so Angst vor dir! Ich weiß nicht warum! Wir laufen einfach wieder fucking Speicherraum und speichern! Und damit reicht's für heute! Weil fuck it! Alter, ich hab... Okay, also jetzt, wo die uns regelmäßig einen Besuch abstattet, gefällt mir nicht. Und ja, ich speichere alles neue Scheiß drauf. Ja, okay. Wir haben hier alles erledigt. Wir kommen hier am besten noch hin. Wir haben auch hier das... Das hier gemacht. Also den Bereich brauchen wir gar nicht mehr. Schlossdach, ja, da kommen wir so hin. Konzertsaal würde ich mir echt gern holen, weil dann kann ich auch diesen ganzen Bereich rausnehmen. Dann bleibt nur noch das hier. Und, müssen wir am Schlossdach weiter. Aber ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Mir zittern die Hände. Die alte... ungut, von der gejagt zu werden. Es ist wie der Tyrant in Resident Evil 2. Jedes Mal sehr anstrengend. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Resident Evil Village. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.